Gut, hier habe ich, glaube ich, alles. Okay, okay, okay. Schau mal hier, Blümchen. Ne, ich drehe noch mal eine Runde hier rum, um zu gucken, dass wir alles haben, weil hier... Oh, guck mal. Ist aber verschlossen. Hier geht's runter zum Tennisfeld, zum eigenen. Und hier geht's zurück in den Garten. Ah, hier waren wir noch nicht. Komm, Spiel, belohne mich dafür, dass ich hierher komme. Von der anderen Seite zu öffnen. Okay. Kommen wir auch nicht durch. Hier gibt's also gar nichts. Och, das ist immer jetzt so Anfälle krieg. Guck mal hier. Das hat sich gelohnt. Nochmal hier in die Sauna einzubrechen. Und hier kommen wir auch noch durch. Oh, man kann echt durch das ganze Haus, das ist cool. Es ist schon echt cool. Von der anderen Seite öffnen, okay, das heißt, da kommen wir erstmal nicht hin, weil die haben sich da scheinbar eingesperrt. Von beiden Seiten. Okay. So, neuer Gegner. Oh, gleich zwei an der Zahl. Ich drücke immer hier, weil ich denke, ich kann dann blocken. Kann ich aber nicht. Okay, also, ey, ganz ehrlich, irgendwas mache ich doch falsch. Ich mache doch irgendwas falsch. Das kann doch nicht sein. Ich habe so viele Medikits, die ich nicht nutze. Aber das Ding ist, ich mache doch irgendwas falsch, dass ich immer so kassiere. Guck mal, ich habe schon wieder einen abgekriegt. Bin ich echt so schlecht? Ich verstehe auch nicht ganz, warum sie bei dem Angriff das so nimmt und dann aber trotzdem damit schlägt. Macht auch nicht so viel Sinn, ne? So. Rein mit dem Proteinriegel. Ah, der füllt das wieder auf quasi. Okay, verstehe, verstehe. Gut. Hier nochmal kurz gucken. Ah, kann ich die Batterie... Ich muss mal kurz probieren. Ich muss das mal kurz testen. Eine Car Battery. Ich glaube nicht, dass das geht, ne? Weil dafür bräuchte ich eine Sicherung. Ja. Aber die brauchen wir vielleicht noch. Ich lege die mal hier hin. Oh, crap. Different code. Im Ernst jetzt? Ich dachte, wir haben den Code. Rucksack. Okay, Wurfgeschoss, da haben wir nichts. Verbrauchsgegenstände. Teile. Welches habe ich übersehen? Die beiden. Schlüssel. Okay, öffnet die Vordertür von Cole Swansons Haus in Bel Air. Das heißt, es bringt uns nicht viel Fähigkeiten. Neue Karten verfügbar. Was ist denn das? Ah, wir lernen andere Fähigkeiten. Okay, das heißt, hätten wir den anderen Charakter genommen, hätten wir eventuell auch dann andere Fähigkeiten lernen können. Macht Sinn. Aber ich glaube, die normalen Werte wären gleich geblieben, oder? Hätte man die auch verändern können. Verteidigungsfähigkeitenkarte. Drücke L1 in eine Richtung, um Angriffen auszuweichen. Gut getimte Ausweichmanöver führen eine Ausdauer von betäubenden Zombies. Ja, das würde ich haben. Habe ich das jetzt automatisch? Habe ich, glaube ich, automatisch, ne? Ich kann die quasi dann alle haben. Verbessere ich quasi meinen Charakter. Okay, das ist die Quest, die wir gerade machen. Und der Anfang, Tag 1. Okay, Zompedia, das sind die Zombies, die wir bisher kennengelernt haben. Die Schlurfer, das sind quasi die Retarded Zombies. Dann haben wir die Gea, die sind schon ein bisschen, können schon ein bisschen schneller, ne? Und dann die Läufer, das sind die, die so angerannt kommen. Das sind die Bastarde. So. Okay. Soll also jetzt hier noch den Schlüssel finden. Ach ja, guck mal hier. No code. Okay, no code. New shoes. Wenn der Code nicht da ist, dann ist er vielleicht hier. Where did you put the code? Nothing. Nichts. Ups. Mich ducken.
Aber der muss ja hier irgendwo sein. Weil der Raum wird ja hier angezeigt als Ziel zum Suchen. Okay. Cool, dass ich herausgefunden habe, dass das geht, aber ich hätte lieber den Code. Was passiert? Ah, okay. Da haben wir ihn. Gut. Jetzt kann ich... Ach, das sind Sammlerstücke. Aufzeichnung. Code fürs Hintertürchen. 1975. Okay. Was haben wir jetzt noch in den Rucksack gepackt? Den Schlüssel. Ah, alles klar. Gut, dann let's go. Mal gucken, ob neue Gegner da sind. Scheinbar erstmal nicht. Finde ich gut. Huch. Viereck wollte ich drücken. Guck mal. Ich hätte doch auch einfach die Karte dran halten können. Verdammt. So. Mülltonne. Okay, jetzt, wir haben sehr viele neue Wege freigeschaltet, in die ich gehen kann, zu denen ich gehen kann. Aber ich gehe erstmal hier lang. Hier waren wir nämlich noch nicht. Dann können wir hier, glaube ich, aufmachen. Verschlossen. Muss ich das kaputt machen? Ah ne, ist die echt von der anderen Seite verschlossen? Aber da war ich noch nicht. Okay, gut, dann gehe ich erstmal dahin, wo ich hingehen soll. Was haltet ihr davon? Hier geht es erstmal nicht weiter. Kann ich da rein? Nein. Das war schon wieder ein Reim. Ein doppelter. So, da soll ich hin. Das heißt, ich gehe erstmal hier runter. Guck mal hier. Na, Jungs. Ey, Mann. Ich kassiere so krass auf... Alter! Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Jetzt muss ich mal ein Medikit benutzen. Das füllt mich nicht mal ganz auf. Schön. So, dafür haben wir ein neues gefunden. Und noch Stoff. War da noch was? Nee. Hier geht's nicht weiter. Okay. Gut, irgendwie ist das Auto explodiert, warum auch immer. Dann schauen wir mal. It's Amy. From the crash? Let me in already. Oh, okay. Come in. Das ist halt eigentlich total scheiße. Guck mal. Die sind so auf korrekt, lassen die uns rein und wir sind infiziert. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Oh, my head's gonna burst. Ja, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Geiles Haus. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm okay. My head is splitting. Come on, just talk. Get away from this house. You fool. What are you devil? Doing? Give me the. Ja, die Oma hat recht. Sorry. Die hat recht. Ist so. You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away. Freya. They were at the crash. I invited them. Just give me the. No, I will not have this. Ist so, die Oma hat recht. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper. So oh, give me the. Sie ist der Housekeeper. Ich dachte, es wäre die Mutter. Stop shouting. I need a timeout. Digga, ich würde die nicht. Ey, no joke, ich hätte die nicht reingelassen. So? What the bloody hell does that mean? Ja, ist so. Oh, okay, er hat abgedrückt. Okay, scheinbar lebe ich noch. Say something. You didn't shoot me? And Michael fainted and the gun went off. Oh, Michael ist jetzt schon mein Freund. Both got lucky.
You can take these off. I'm feeling okay. You do seem better. And the bite's healing too. Das macht keinen Sinn. Ich bin noch infiziert. Ist so. Boah, ich fuck jetzt schon wieder selber ab. Ich frage mich, ob es halt geskriptet ist oder halt, ob egal welcher Charakter ich gewesen wäre, das passiert wäre oder ob jeder so sein eigenes Ding hat. Aber das nervt mich jetzt schon wieder. I am 110% team living. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! You can't leave me like this! Let me help! Oh, shit! Okay, they're toy cuts. Just press the button! Come on! I knew that. Wow. Neuer Überlebensslot freigeschaltet. Ja, ja, ja. Ja, okay. Das wollte ich mir angucken. Da darf ich mir jetzt eine aussuchen. Schlängler. Distanzzone. Sicherheit geht vor. Okay, nur für Amy und Bruno. Komm, hol's dir. Weiche Angriffen in schneller Folge aus um einen moderaten Boost für Angriffsgeschwindigkeiten. Nee, das wird bei mir nicht funktionieren. Überlebender Fähigkeitenkarte, so rum. Hinterlasse einen beliebigen Eindruck mit deinem Stiefel. Tritt- und Sprungtrittangriffe erhalten einen moderaten Boost für Schaden und Kraft. Klingt schon besser. Stärke deine Verteidigung. Ein gut getimtes Block- oder Ausweichmanöver. Das heißt, man kann blocken. Das will ich haben. Wie kann ich blocken? So weiche ich aus. Wie kann ich blocken? Wie kann ich blocken? Also ich kann... Gerade kann ich gar nichts machen. So, Schrott. Wir müssen kurz auf mich warten. Bruder. Wir haben 2023. Ich verstehe es nicht. So Sachen verstehe ich nicht. Das Spiel sieht so gut aus und dann sowas. Naja, okay. Da kann ich drüber hinwegblicken. Das ist ja nicht so dramatisch, aber trotzdem irgendwie komisch. Tomb of the Tiger Queen. Queen. Kim Carnival and the Tomb of the Tiger Queen. Deep in the Jungle, Lost in the Past. Da geht's hoch. Dann gehe ich doch mal da hoch. Ich gehe mal erstmal dahin, wo ich nicht hin soll, ne? Ich hab doch hier coole neue Sachen. Das gibt eine Anzeige. Boah, wer soll denn da reinpassen? Ich meine, schön, aber guck mal, wie groß allein... Okay, es ist... ich stelle keine Fragen mehr. Ich gehe zurück, ich gehe denen helfen jetzt. Boah, aber erstmal kurz nochmal die Aussicht. Boah, schon geil. Warum lebe ich nicht in so einem Haus? Gemein. Ich regel das. Wish me luck. Oh. Die Axt sieht schmackhaft aus. Bevor ich die Axt benutze, benutze ich aber erstmal noch das hier, bis es kaputt ist, oder? Oder es ist fast kaputt. Sprungtritt. Ah, Mist, oder? Ich werde es ausprobieren. Ah, okay. Ja, hat nicht so gut geklappt. Braucht man halt vielleicht spezielle Waffen, um blocken zu können? Okay, das war's mit der Waffe. Okay, die Sachen pausieren im Hintergrund. Was
Waffen werden unbrauchbar. Nutze eine zahlungspflichtige Werkbank, um Waffen reparieren zu lassen. Ja, okay. Wie kann ich blocken, Mann? Man kann nicht blocken. Ja, die Waffe ist kacke, die ist übel langsam. Ja, bin eh gleich wieder tot. Dann ballern wir uns mal ein Medikit rein. Wir haben ja zum Glück reichlich davon. Guck mal, die trifft mich immer zuerst. Manchmal kriege ich es ja hin. Verstümmelt. Man muss sie, glaube ich, so so drumrum laufen, ne? Ich wollte die Axt eigentlich. Wo habe ich die Axt? Da habe ich die Axt. Die sieht nämlich geil aus. Wieder kein Strom. Wo kriege ich die Sicherung? Hey, komm ich hier durch? Ja, da fehlt mir. Alter, habe ich mich erschrocken. Aua! Ja, was bringt mir die Sicherung, wenn das sowieso broke ist? Ah, Jungs. Ich bin hier gerade aus dem Boden gekommen. Boah, die Axt ist sehr, sehr langsam. Ja, ich glaube, das ist der Trick, einfach so von hinten, ne? Boah, ich habe die gehalbiert. Gehalbiert. Geil. Hä? Ich hatte die doch gerade halbiert. Wo ist die halbiert? Ah, da. Da ist noch jemand. Medikit gedroppt. Wollt mir das mal angucken hier. Lecker. Okay. Ja, aber soll ich hier lang? Nee, oder? Komm ich doch eh nicht raus. Doch alles. Die kommen da rausgekrochen, die Idioten. Die Axt ist geil. Die Axt ist geil, aber die geht wahrscheinlich bald kaputt. Ich wollte jetzt mal gucken, weil... Das geht wohl in der Cutted-Version nicht, dass ich die hier noch so halbiere und so. In der Uncut-Version schon. Ich weiß nicht, was, wie gesagt, sonst noch in der Uncut-Version anders ist. Aber so ein Spiel spielt man nicht gecutted. Tut mir leid. Das ist ja der Spaß daran. Den kann man einem auch nicht wegnehmen. Okay, ich muss die Sicherung finden. Habe ich recht? Everyone keeps extras in the garage. Ja, wahrscheinlich ist die Sicherung hier. Also auf jeden Fall schon mal... Nein, ich kann kein Medikit mehr nehmen. Dann pfeife ich mir mal eins rein. Benzin. Schrott, Waffen, Metallteil. Ah, okay, verstehe. Das ist das oder ist das Wasser? Ach, das ist Wasser. Ich dachte, es war Benzin. Okay, ich gehe mal davon aus, da warten aber jetzt schon wieder neue auf mich. Oder ich habe Glück und es wartet niemand. Sieht gut aus. Schnell die Sicherung reinbringen. Tschüss. Das ist eine Läuferin hier. Ja? Das ist sie halbiert. Oh, der andere bleibt draußen. Okay, wir sind vollerst in Sicherheit. Und damit würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle auch einen kleinen Break für die erste Aufnahme, damit die erste Folge noch rechtzeitig hochgeladen werden kann. Und spiele aber wahrscheinlich nachher weiter, wenn ich die Videos geschnitten und hochgeladen habe, denn ich habe Bock weiter zu zocken. Aber an der Stelle würde ich kurz Pause machen, haben wir nämlich jetzt schon 4 Folgen. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Mir macht es bis jetzt auf jeden Fall Spaß und ich habe richtig Bock drauf. Und gut aussehen tut es auch. Die Frage ist, wie kann ich speichern?
Hat das gerade gespeichert? Das ist die Frage. Vielleicht sollte ich noch kurz hier hingehen. It's safe. Thanks to me. Where's your boss? Andrea. They're downstairs in the games room hiding. Ich sag denen noch kurz, dass die in Sicherheit sind. Dann speichert das nämlich bestimmt. Rise of the God Spider. Junge, ist so dumm. Okay, okay. So, speichert. Perfekt. Chalk one up for Team Living. Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me. Aww. I'm fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here not is... undead. We can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person. Alarm! Alarm! And Emma? Das ist aus meinem Video. Wurde sich gewünscht, dass ich das als Sound mache. Wer wartet da? Ach ja. Sam B. So ein bisschen eine Anlehnung auch auf den Charakter aus dem ersten Dead Island, ne? Den Rapper. Don't touch her! Sam! You hear that 8-ball line? I saw the cue. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Hey, ist das schon der coole Charakter? I think we should talk about this later. I'm here to get you out of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one's been through this before. Yes, again, again. Ist er das? This zombie shit happened twice already. All got covered up, but I survived. You wanna know? Er ist das. Ach so. I'm immune. Big deal. So are they. Me? This motherfucker. This motherfucker. Er ist aber gar nicht so älter geworden. You're not special, and we're doing fine. Thanks. I'm immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out? So ein Ding ist das also, wir sind immun. We don't need. Das war ein Befehl. You know you do. Das wollte ich nicht drücken. Ich wollte das hier drücken. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. Ist er eigentlich ihr Typ oder ist er irgendwie ihr Manager oder so? Okay, das ist natürlich nice, dass wir zombie-proof sind. Da macht es natürlich auch alles Sinn. Okay, okay, okay. Er hat das Spiel nochmal gut gerettet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Ansonsten, und zwar für euch, wenn ihr jetzt nicht das Video liked. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.